Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, genau hier haben wir aufgehört und hier müssen wir noch was begutachten, damit das Ausrufezeichen da verschwindet. Ich sollte wohl geschmeichelt sein von der Statue. Ja, ich fühle mich geschmeichelt. Aber es fühlt sich falsch an, wenn meine Aufgabe gar nicht fertig ist. Ja, die eine Aufgabe ist ja abgehakt. Jetzt haben wir eine andere Aufgabe. So, da hinten wollen wir auch hin. Schau mal aber erstmal uns das schöne Menü an. Ich glaube nicht, dass das hier die ganze Welt ist. Vielleicht ist es das, dann ist es ein bisschen klein, gefühlt zumindest. Vielleicht ist es noch ausbaufähig, das sieht man, Notizbuch braucht man nicht. Fertigkeiten, du hast deinen ersten Fertigkeitspunkt verdient. Wunderbar, da braucht man aber kein Tutorial. Was haben wir denn? Kriegerin, Fallenstellerin, Jägerin. Oh, das erhöht die Fernkampfeffektivität. Überlebende, erhöhe die Effektivität von Heilungen und Tränken. Okay. Eindringling, verringere deine Sichtbarkeit. Ach, das braucht man nicht. Maschinenmeisterin, erhöhe die Effektivität beim Überbrücken von Maschinen. Das braucht man allerdings. Jägerin, Überlebende und Maschinenmeisterin. Das sind doch gute Skills, aber... Okay. Und da hat man noch... Achso, das sind dann die verschiedenen... Skill Trees, okay. Ich habe mir gerade gedacht, okay, wenn das ein Skill Tree ist, dann haben sie hier aber ordentlich nachgelegt. War ich beinahe schon im Himmel, so viel, wie es hier aufzuleveln gibt. Ja, das ist insgesamt ist nicht schlecht. Mal sehen, ob die Skills überhaupt was bringen. Also, was haben wir hier? Konzentration Plus. Das hilft gegen mein ADHS. Erhöhe dein Konzentrationslimit und verlängere die Verwendung. Einmal Ritalin für uns. Halten. Und Bingo. Habe ich noch einen Fertigkeitspunkt? Wahrscheinlich nicht. Also, das kriegt man hin. So, dann viele Dinos killen, damit mir... damit kein mir... Gutes Gefühl dabei. Ich auch nicht. Ich weiß nicht. Die krieg ich niemals da raus. Warum nicht? Das ging doch leicht. Behalt die Waffe, die ist geil. Komische Ringe. Übertragung. Nein, Silence war ein Arschloch. Das wusste ich schon. Vom ersten Teil. Hätte man niemals trauen dürfen. Nein, nicht zerbröckeln. War eine coole Waffe. Nein, das macht er nicht. Er kann nicht. Etwas wurde von der Spitze des Turms übertragen. Ich muss wohl irgendwie da hoch. Ich bin dafür, dass wir auf diesen Flugsauriern, Flugrobotern auch fliegen können. Und nicht nur irgendwie reiten auf den Pferdchen. Vielleicht kann ich zu dem Vorsprung hinter mir springen. Ja. Habe ich das nicht gut gemacht? Habe ich gut gemacht. Weiß nur nicht, ob ihr hier... Nein! Habe ich schlecht gemacht. Ah, reiß dich zusammen, introvertiert. Tippe an, um aus Hinger... Okay, einfach antippen. Hui! Ja, das ging leichter. Wer lesen kann, ist im Vorteil. Dann sollte ich mal immer in Ruhe machen. Nochmal. Ach, das ist ja eine geile Mechanik. Nochmal. Oh, hat nichts gebracht. Hey, ich dachte, du wärst schon weg. Nee, bin noch hier. Hat ja lang genug gedauert, ha? Nein! Da stand doch gerade wieder dran, was ich machen muss. Ich will hier hin. Okay. Ich halte D und tippe. Wieso klappt das jetzt? Okay, keine Ahnung. Vielleicht hatte ich davor noch einen Finger an der falschen Stelle. Wer weiß das schon so genau? Eigentlich sollte ich es wissen. Ja, Zugwerfer. Wo kann ich dich hin, Zugwerfen? Da. Zieh! Na, ein Glück hat das geklappt. Können wir uns jetzt noch rotieren? Komme ich jetzt zum Turm rüber? Wir machen was kaputt. Könnte mein Zugwerfer helfen.
Ja, ich hole ihn schon raus. Geschafft. Sie. Jetzt soll ich da hochkommen. Aha. Ein Glück sind wir jetzt nicht runtergefallen. Ja, hat er nicht. Sie hat etwas über den Turm übertragen. Hat er alles gerettet? Ja, ich denke mal. Zumindest steckt Hades in der Laterne, soweit ich weiß. Ich hoffe, der Übertragungsknoten oben sagt's mir. Ja, wer weiß es schon. Wir werden's rausfinden. Ich mag's, wie sportlich ich in Spielen sein kann. Hätte mir jetzt schon beide Knie verdreht. Woher weißt du, was ein Aufzug ist? Komische USB-Ports, die sie in der Zukunft hatten. Zugangslift aktiviert. Sehr gut. Mein Glückstag. Wartungskonfiguration wird eingeschaltet. Das ganze Ding öffnet sich. Wie die Kaja sich das wohl erklären? Das liegt an der Sonne. Nur an der Sonne. Wieso regnet es jetzt eigentlich? Und hat sich das Wetter so verschlechtert? In 3 Minuten? Nicht mal 3 Minuten? Da ist der Knoten. Ja, dann bringen wir den Knoten mal zum Platzen. Wie mit so einem richtig fetten Pickel. Na, was sagt er uns? Jetzt leuchtet er zumindest nicht mehr rot. Nieder mit dem Kaja. Ne, keine Ahnung, was wir machen. Das ist der verbotene Westen. Deswegen heißt das Spiel so. Du hast meine List also endlich aufgedeckt. Ja. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat. Leck mich. Du hast mit der Lanze Hades gestohlen? Wie kannst du so leichtsinnig sein? Leichtsinnig? Du wolltest Hades doch löschen, ohne vorher sein kostbares Wissen zu extrahieren. Ja. Das geheimnisvolle Signal, das ihn weckte zum Beispiel. Oder wo man eins dieser Gaia-Backups bekommt, nach denen du so lange gesucht hast. Wenn du es wusstest, wieso hast du es mir nicht gesagt? Ich hatte in den letzten Monaten eigene Probleme, Aloy. Oh nein. Der Unterschied ist, ich bin vorangekommen. Leck mich. Also wenn deine Wut über meine absolut notwendige Täuschung verraucht ist, komm doch zu mir in den verbotenen Westen. Nein, der ist verboten. Und sieh dir an, was ich entdeckt habe. Oh. Oh ja, ich werde kommen. Natürlich werde ich kommen. Tja. Mit den Koordinaten bin ich leicht zu finden. Das schaffst sogar du. Oh, da glaubt jemand an mich. Tschüss, du Arsch. Du warst davor nicht so ein Arsch. Und das Wetter ist wieder schlagartig besser. Wie hat er das gemacht? Ist ja gut, Aloy. Du hast ja noch mich. Kannst dich auf mich verlassen. Außer wenn es um Kämpfen geht. Ja. Ich sollte Val und Marat sagen, was ich gefunden habe. Ja, können wir denen ja Bescheid sagen. Hallo. Was läuft? Ist reingegangen, veränderte sich. Fast wie am Tag des Kampfes. Ich bin nur dankbar, dass es heute so stürmisch ist. Nur wenige werden die Veränderung gesehen haben. Was hast du entdeckt? Hades. Die Gefahr ist nicht gebannt. Sie ist im verbotenen Westen. Und ich muss ihr folgen. Ah ja, das könnte schwierig werden. Der Westen heißt nicht umsonst verboten. Ein stammwilder Krieger kontrolliert den Großteil. Die Tenakt. Und sie lassen niemanden über die Grenze. Ach, die werden eine Ausnahme machen. Gleichwohl konnte Sonnenkönig Awad einen fragilen Frieden aushandeln. Tatsächlich soll sich eine Gesandtschaft zur Grenze aufmachen. In 1-2 Tagen. Was für ein Zufall. Wenn du unter ihrem Schutz an dem Treffen teilnimmst, lassen dich die Tenakt vielleicht passieren. Statt dich zu jagen und sofort anzugreifen. Ja, ich kann ja zurück angreifen. Mehr Mörder. Ah, der Sonnenkönig. Hi, Sonnenkönig. Wie geht's? Wie steht's? Aloy,
Schön, dich zu sehen. Hast du einen Sohn bekommen? Du warst so schnell weg. Wir hatten nie Gelegenheit, uns zu Tochter? Bedanken. Zeigen wir der Streiterin jetzt den Speer, bitte? Itamen. Ja, Speer zeigen, bitte. Her damit. Wir haben Geschenke. Die Etikette verlangt normalerweise eine Zeremonie im Palast. Aber ich dachte, dir ist es etwas zwangloser lieber. Bringt sie her, bitte. Aber das ist alles wirklich sehr nett. Aloy, halt's Maul, wir kriegen Geschenke. Vanasha. Schnell, geben wir sie ihr, bevor sie wieder verschwindet. Wirklich? Muss das sein? Kannst nicht warten, den in ein Dino zu stecken. Oder in einen bösen Mensch. Und was ist das? Ein Diadem? Setz es auf. Oder so eine coole Hattbrille. Es ist wunderschön. Im Namen aller Einwohner des Sonnenreichs sollen diese Gaben unsere ewige Dankbarkeit zeigen. Dankeschön. Die Dankbarkeit ist ganz auf meiner Seite im Moment. Macht's gut. Komm schon, Open World. Lass mich dich erforschen. Vielleicht möchtest du noch mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen. Nein. Komm zu mir, wenn du abreisebereit bist. Ja. Ich will das ausprobieren. Kann man doch bestimmt was klüppeln. Streiterin-Speer. Und Aloy-Speer wird entfernt. Die Überbrückung an meinem neuen Speer befestigen. Ja, und wie mache ich das? Wo eine Werkbank sein? Da ist eine Werkbank. Nein? Doch. Bei der Schmiede. Sie ist es, die Retterin. Ja, anwesend. Aloy reicht aber. Wer stöhnt denn da im Hintergrund? Gibt's hier Bordelle? Wenn ja, habe ich genügend Geld. Ach so, ihr macht nur Stein. Ihr macht nicht, dass irgendwas reinkommt. Komm schon. Was ist denn hier Werkbank? Das ist eine Kochbank. Toll. Da ist was. Ein Prozessor. Ah, den kann ich bestimmt nicht looten. Nein. Ist aber ein komischer Prozessor. Kann ich das hier kaputt schießen? Nein. Ich hätte es mir denken können. So, da hinten liegt was zum Untersuchen. Ein Teil des Tuchbringers, den ich besiegt habe. Ja, vielleicht bringt er ja jetzt Leben. Diese Maschine war die letzte Verteidigungslinie für Hades. Sie hat die Kugel hergeschafft und mich beinahe getötet, aber... Ah, das würde ich nicht sagen. Da war man ziemlich gut in dem Kampf. Ah, jetzt ist er am Arsch. Da hast recht. So, wir können Nebenquests annehmen. Ich freue mich doch so. Oder auch nicht. Königswitwe Nasadi. Gesegnete Streiterin. Itamen, wie sagt man? Hallo. Ein bescheidener Dank, Streiterin, für die Rettung meiner Mutter und mir aus Sonnenfall. Und für Kein die Verteidigung Problem. Der heiligen Stadt gegen die Kein Problem. Schattens. Gern geschehen. Das war sehr gut, Itamen. Und gern geschehen. Jo, kein Thema. Streiterin, bringst du mir bei, wie ein echter Maschinenjäger zu schießen? Na klar. Ich habe eine wichtige Mission, Prinz. Um die Welt zu retten? So in etwa. Aber wenn ich zurück bin, gebe ich gerne Tipps. Wäre mir eine Ehre. Ja, klingt doch gut. Wir schulden dir unser Leben. Und das vergessen wir nie. Möge die Sonne dich führen. Ja, möge die Sonne doch, auch mit euch sein. Streiterin. Ich tue mein Bestes. Oh, das war also keine Quest, ich durfte nur labern. Sonnenkönig, was willst du mir sagen? Na, eine schnelle Nummer hinten im Gebüsch? Doppelt so groß. Anscheinend mit nicht. Mit Gold und Juwelen. Aber ich dachte mir, dass dir das nicht gefallen würde. Du hattest recht. Es tut mir leid, Avad. Schön, dich zu sehen, aber ich kann nicht bleiben. Muss mal wieder Verstehe. Die Welt retten. Ich hatte gehofft, du bleibst eine Weile in der Stadt. Vielleicht im Palast? Oh. Meridian ist noch in Gefahr. Aber das ist nicht alles. Wieso hältst du seine Hände so komisch? Ins Tenakt-Gebiet. Bei der Sonne, die Tenakt? Tja, vielleicht hat Marat es dir schon gesagt.
Aber nach Jahren der Feindschaft gibt es jetzt einen Waffenstillstand. Vielleicht sogar endlich Frieden. Da wäre ich mir nicht so sicher. Gesandtschaft. Was macht die Gesandtschaft so besonders? Na, das sind Gesandte. Besonders, nämlich der Gast. Unsere Delegation trifft sich mit den Tenakt vor Fahrlichtstoren. Wir geben ihnen Schätze und sie uns einen Gefangenen. Verscharf. Einen unserer besten Soldaten. Soldat? Nicht eher Räuber? Nein, nicht in diesem Fall. Verscharf ist mein Cousin. Er ist von anderem Schlag als Helis. Ja, das wollen wir sehen. Er schaut sich die Expedition an, weil er hoffte, gewisse Exzesse zu verhindern. Doch er wurde bei der Schlacht um unsere Basis in Zinnobersande gefangen genommen. Und ist bis heute nicht... Du machst schon wieder das Komische mit deinen Händen. Das ist doch unbequem. Na gut. Zeit zu gehen. Ich muss jetzt los. Einen Moment, Aloy. Ich muss dich was fragen. 100 Euro die Stunde. Ich konnte an fast nichts anderes denken. 200 Euro die Stunde. Aber es muss sein. Als du plötzlich weg warst, wusste ich nicht, ob ich dich je wiedersehe. Ich will dich nicht aufhalten. Oder einengen. Aber ich muss wissen, wenn deine Mission erfüllt ist, kommst du dann zurück nach Meridian? Und bleibst? Ich weiß es nicht. Lang genug, dass wir Zeit haben, uns richtig kennenzulernen. Wie gesagt, 200 Euro die Stunde. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Soll das ein Witz sein? Wir flirten mal mit. Ist immer gut, einen König auf seiner Seite zu haben. Ich möchte Meridian wiedersehen, Avad. Und dich. Oh. Aber diese Mission ist mein Leben. Ich denke an nichts anderes. Und das muss so bleiben. Keine Zeit für königlichen Penis im Moment. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Nun. Ich würde mit einem Essen anfangen. Wenn du damit anfangen möchtest, solltest du wissen, dass du hier immer hoch willkommen bist. Dankeschön, Königchen. Erfüll deine Mission, Aloy. Ich hoffe auf deinen Erfolg. Und freue mich auf deine Rückkehr. Ja. Wiedersehen macht Freude und ganz, ganz viele Kinder. Vielleicht wird es doch ein anderes Spiel, als ich gedacht habe. Was haben wir denn hier? Eine Schriftrolle? Eine alte Rune? Den Gefallenen in der Schlacht der Flamme zu ehren. Viele mutige Menschen haben diesen Ort gegen Hades verteidigt. Das stimmt. Insbesondere ich. Haben wir hier noch irgendwo Loot oder Werkbank? Loot oder Werkbank? Loot oder Werkbank? Haben wir gar nichts hier. Oh, da hinten ist was. Achso. Na komm, irgendwas Nützliches hier? Nö. Dann gehen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Hallo, hallo, ja, grüßt euch selber. So, da hinten haben wir noch. Modifiziere deinen Speer. Das kriegt man hin. Anscheinend müssen wir hier echt laufen für eine Werkbank. Leichte Nahkampfangriffe. Ah. G für einen schweren Nahkampfangriff. Wie gesagt, die Puppen müssen wir hier zerstören, die Trainingsdummies. Und voll aufgeladen. Das macht Spaß. Komm, Kollege. Weg mit dir. Und da ist ja noch einer. Ich will dieses Achievement diesmal erreichen. Oh, das ist eine geile Waffe. Geile Waffe ist das. Nur komische Tasten. Ja, so soll das laufen. So, Werkbank da oben, wie komme ich da hoch? Komm schon. Ja, dann finden wir halt eine Treppe. Sie ist hier auf der Flamme. Du bist es wirklich. Jo. Du bist eine lebende Legende. Jo, noch lebe ich. Und ihr auch. Nein. Komm schon, Aloy. Das schaffst du. Glaub an dich. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist sie. Sie hat Meridian gerettet. Ah, da geht's so. Na gut.
Mit dem Klettern ist es in dem Spiel noch so eine Sache. So, was muss ich machen? Herstellen. Einfach herstellen. Okay. Wunderbar. Okay. Vorsicht, nicht fallen. Vanasha, danke, dass ihr hier seid. Ist doch klar. Obwohl du uns nach dem großen Kampf so im Stich gelassen hast. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht an euch erinnern. Ja, im Moment. An die anderen ja, aber keine Ahnung, wer ihr seid. Sie hat etwas zu erledigen. Und zwar nicht in Meridian. Du weißt, dass ich nicht gegangen bin, weil ich wollte. Ich hatte... Kleine Jägerin, bitte. Du musst dich vor uns nicht rechtfertigen. Dankeschön. Du hast uns gerettet. Anfassen kostet extra. Mit unserem Segen. Immer. Sehr gut. Ihr seht beide richtig gut aus. Ja. Mr. Superschick hier ist jetzt leitender militärischer Berater des Sonnenkönigs. Das heißt, dass Leute ihm tatsächlich zuhören müssen. Oh je, die armen Leute. Wenigstens sage ich ab und zu mal was, das Substanz hat. Wie bitte? Ich bin beim Zuhören kurz eingeschlafen. Und was ist mit dir, Vanasha? Ich kümmere mich um Nasadi und Itaman. Zwei Drittel Wächterin, ein Drittel... Schlechter Einfluss. Ich wollte Kindermädchen sagen, aber deine Version ist besser. Na gut, dann verabschiede ich mich mal. Also, ich weiß. Du musst los. Geh. Fort mit dir. Dankeschön. Immer eine Ehre, Streiterin. Immer eine Freude. Ich fange sehr viel Streit an. Jägerin, komm bald zurück und erzähl uns von deinen Abenteuern. Sichi. Ich bin ruhig geworden, aber ich will von deinen Taten hören. Kriege ich noch deine Rüstung? Die sieht so cool aus. Die von dem Typen. Da unten ist noch ein Ausrufezeichen. Es hört ja gar nicht mehr auf damit. Maschinenkadaver. So. Das Hallo? War's dann. War doch ganz nett, alle mal wiederzusehen. Ja, sogar Gesichter, die ich nicht wiedererkannt habe. Und? Wir wurden fast überrannt von den Maschinen, die Hades kontrolliert. Ich erinnere mich. Aber wir setzten uns durch. Daran kann ich mich auch erinnern. Der immer mit seinem Hammerkopf. So, ich bin das Kupferdächle. Los geht's. Können wir los? Ja. Oder willst du dich noch länger mit deinen Freunden unterhalten? Nein. Das geht erst in zwei Tagen los. Zeit zu gehen. Ich sollte mal los. Wenn ich nach Westen will, brauche ich wohl ein Wegerecht von den Tenakt, wie du sagtest. Wo genau wird diese Gesandtschaft stattfinden? Hinter dem Schrecken. Die Schlucht, die die westliche Grenze des Sonnenreichs markiert. Die Festung Fahllicht liegt an ihrer äußersten Ecke. Die Gesandtschaft trifft sich direkt vor ihren Toren. Ja gut, ich werde es finden. Ein langer Marsch. Zwei Wochen zu Fuß. Mit Tempo sind wir in ein paar Tagen da. Was ist denn Tempo? Vielleicht sollten wir lieber hier übernachten und morgen früh weiter. Natürlich. Ich regle das. Wieso kann ich nicht jetzt los? Wieso kommt Wahl mit mir mit? Finde ich nicht schlecht. Machen wir jetzt Liebe hier unten? Aber nicht Aloy erstechen damit. Ich glaube, ich schleiche mich raus. Ich bin gemein. Aloy, du bist doch nicht auf dich allein gestellt. Er kennt doch eh dein Ziel, der wird dich verfolgen. Na gut. Eine Krone aus Asche und Salz. Hätte ich auch gern. Obwohl, Salz wird mir reichen. Ja, Aloy macht echt einen deprimierenden Eindruck. Oh, da ist ein Langhals. Ah, ist das eine epische Welt. Bin gespannt, wie es im Westen aussieht. Ein Kaninchen. Oh,
hoffe mal, das ist hier nicht gecopyrighted, sonst beschwert sich YouTube wieder über das Lied. Muss ich nachträglich vertonen, wenn das der Fall ist. Sing ich dann mal selber. Ich würde gern jetzt wieder so langsam die Steuerung selber übernehmen. Weil das kennen wir hier ja alles noch. Ist das nicht schön? Komm schon. Die ist genug geritten. Die wollen nur angeben mit ihrer atemberaubenden Welt, die sie gemacht haben. Ja, kann ich verstehen. Ziemlich trocken hier alles. Und im Westen gibt es nur Berge. Glaube ich aber nicht. Richtig geil bei dem Wetter. Wieso fliegt man nicht einfach auf den Adler nach Mordor? In den Westen. Ich weiß, du hast viel gut gemacht. Das ist gerade sehr, sehr atmosphärisch. Richtig chillig mit der Musik, aber ich will spielen. Na gut, bisschen angeben ist ja noch drin. Energiezelle hinten drauf musste wohl gewechselt werden. Kennt man ja von einigen E-Mobilitätsmodellen, vor allem bei Rollern. Yay! Jetzt wissen wir endlich, wie das Spiel heißt. So, Turm erreicht. Stahl und Funke. Ha, hab noch nie jemand gesehen, der auf einem der Dinger reitet. Glaube ich dir nicht, du hast mich doch gerade gesehen. Komm ich so nach Fahrlicht? Ja, das heißt eigentlich. Nur nicht heute. Noch nicht. Und wieso nicht? Naja, der Schrecken. Das ganze Tal ist verseucht von Maschinen. Ach, das sind doch wenige. Die schalte ich kurz aus. Maschinen sind kein Problem. Tja, das glaube ich dir, aber ich habe strikten Befehl, erst zu fahren, wenn der Pfiff von Kettenkratz das okay gibt. Wer ist Pfiff von Kettenkratz? Hör zu. Ich bin nicht so weit gereist, um hier zu warten. Entweder setzt du die Bahn in Gang, oder ich mach's. Tja, aber wer würde sie wieder raufziehen? Na gut, na gut. Der lässt sich leicht überzeugen. Aber wir sind ziemlich wenn eingeschnallt. Jemand fragen sollte, sagst du besser, du hast mich gezwungen. Ich hab dich ja auch gezwungen. Ach, ist es hier fortschrittlich? Schöne Seilbahn. Und kleiner Leck. Ich sehe Rauch, aber nicht viel Aktivität. Der Rauch kommt bestimmt von etwas, das die Maschinen zerlegt haben. Und was die Ruhe angeht, tja. Oh, ist das hier episch. Wegen all der Aufregung gab es einen Arbeitsstopp. Nein. Welche Maschinenarten machen die Probleme? Alle. Bösartige. Und zwar jede Menge. Man nennt sie Dornrücken. Oh, Dornröschen. Seltsam ist, nee, Dornrücken. Dass sie nicht aus dem Schrecken stammen. Sie tauchten plötzlich einfach auf. Keine Nein. Jäger, die sie töten? Oh, wir haben Jäger. Nur niemand, der Ulwund verärgern will. Er ist der selbsternannte Boss von Kettenkratz. Der Arbeitsstopp war seine Idee. Eine schlechte Idee. Naja, was also glitzert denn da so schön grün rechts? Ich muss zu einer Gesandtschaft. Bestimmt ist es wertvoll. Sag das doch gleich. So bald wird die nicht stattfinden. Was willst du damit sagen? Du wirst mir meinen Rückweg auf dem Berg nicht Hörst du das? Das ist deine Antwort. Dieses Mal nicht. Wer ist das? Ein Kaja Sonnenpriester. Du wirst mich nicht Hab ihn gestern runtergebracht, etwa eine Stunde bevor die Maschinen kamen. Er ist ein sehr wichtiger Mann, sagt er jedenfalls. Die Gesandtschaft in Fahrlicht, er ist der, der sie leiten soll. Ha!
Tja, läuft ja hier alles mit der Politik. Wenn du nicht sofort tust, was ich sage, erfährt der Sonnenkönig selbst von deiner Anmaßung. Dank dir musste ich die Nacht frierend im Zelt verbringen, völlig ungeschützt. Ich bin fast gestorben. Mich willst du nicht fahren, aber das... Das... Was? Das Nora-Mädchen? Die Wilde? Leck mich. Zur Seite, tauge nichts. Wadis, das ist Aloy. Gelehrter Wadis. Aloy, die Retterin von Meridian. Wirklich? Aha. Nun, das lindert die Kränkung, schätze ich. Schön für dich. Ich komme wegen der Gesandtschaft in Fahrlicht. Wie ich höre, du auch. Tja, nicht solange das Tal infiziert ist. Und so erklärte Araman, die Sonnenpriester zu kostbaren und würdigen Hütern. Siehst du, die Schrift. Was ist denn mit ich der Schrift? Ich gehe weiter nach Fahrlicht, wenn der Hauptmann der Garde mir sagt, dass der Weg frei ist. Nicht einen Moment früher. Gut. Der Hauptmann ist ein Freund von mir. Ja. Wo ist der Rent? Ich würde gern mit jemand reden, der Taten vorzieht, nicht Schriften. Wadis. Gelehrter Wadis. Gelehrter Wadis sandte Erend und noch eine Garde am Morgen los, den Weg zu bahnen. Und so geschah es. Hey! Sch! Weiter das Tal runter? Ja. Richtige Reaktion, Aloy. Sehr sympathisch. Okay. Ich hörte, es herrscht Arbeitsstopp. Wo kann ich Sachen herstellen? Der Schmied in Kettenkratz lässt dich bestimmt seine Werkbank nutzen. Für die Dornrücken solltest du dir Säurepfeile herstellen. Das kriege ich hin. Schalte sie schneller aus. Danke. Ich suche Erend und bring ihn zurück. Hey! Wo willst du denn hin? Na, zum Gipfel, um in Sicherheit zu warten. Tut mir leid. Der Fahrer hat strenge Befehle. Keine Passagiere bis zum Pfiff, stimmt's? Ganz genau. Ha. Fang mal an zu kurbeln. Wieso? Wieso? Joruf, geleitest du bitte den Gelehrten nach Kettenkratz und wartest da auf mich? Schon dabei. Ich ja. Finde Erend und mach den Weg frei. Aber danach keine Ausreden mehr. Fahrlicht. Gesandtschaft. Wenn dies der Wille der Sonne ist? Ja. Das und ich will's auch. Vertrau mir. Bin auch beim Sonnenkönig ganz beliebt. Ich muss Erend finden. Ja, jetzt aber loop mal erstmal. Aber ich sollte meinen Bogen in Kettenkratz verbessern. Ja, ja. Ha? Nee, was ist das hier? Da muss ich wahrscheinlich scannen. Neuer Datenpunkt. Hätte ich drauf verzichten können. So. Auf die Kisten verzichte ich nicht. Muss man mit dir auch noch reden? Du Schriftgelehrter hier. Anscheinend nicht. Ich kann mit Joruf noch mal reden. Und dann geht's weiter. Sehr gut. So, da musst du aber viel packen. Das sieht nicht gut aus. Bis auf das Wasser. Schubkarre. Wildschwein. Sorry, Wildschwein. Wieso überlebt ihr das alle? Okay. Überlebst doch nicht alles. Was war hier? Schnellspeicherung. Machen wir mal manuelle Speicherung. Das erste Mal, dass wir das machen können. Hui. Und schnellspeichern. Und was war linkes Control? Schnellreise kostenlos. Das ist ja nett. Ich brauche hier aber das Wildschweininnerein erst. Wildfleisch und östliche Bestierrippe. War doch gar nicht so bestialisch. Hilf-Item. Was haben wir denn noch? Säurepfeile mache ich wie? Da unten stehen doch... Ah, die sind gesperrt. Okay, das ist voll, das ist voll. Dann nehmen wir das. Sprengfalle, Stein, Schnellreisepaket. So viel haben wir da auch nicht. Ah, die Fallen muss ich noch mal rausfinden, wie man die eigentlich sinnvoll verwendet. Diese Maschinen Stein. Müssen das Lager zerstört haben. Dieses Tal ist definitiv nicht sicher. Wenn ich herausfinde, wo diese Maschinen herkommen,
Kann ich vielleicht lernen, sie zu überbrücken? Ja, das kann man, ja. Und auf Wiedersehen. Ja. Das hab ich gut gemacht. Auf zum nächsten Kavenzmann. Ja. Ein nach dem anderen schalten wir aus und dann looten wir ihn. Wo ist denn der andere hin? Hallo? Block, der ist da. Da ist ein Wildschwein und ein schlafendes Wildschwein, okay. Sah gerade ein bisschen aus wie ein halbwegs totes. Ja, zum Glück ist es aufgestanden. Na gut, dann wollen wir das hier mal einsammeln, aufsammeln, reinsammeln, reinholz. Ja, eigentlich eine nette kleine Hütte. Oh. Der ist gar nicht misstrauisch, dass sein Kumpel da gestorben ist. Oh, vielleicht doch. Naja. Misstrauen hat ihm diesmal nichts gebracht. Das war zu wenig und zu spät. Sind das... explodieren die? Ich glaube nicht. Schade eigentlich. Sind so schön rote Fässer. Irgendwas hier? Nö. Na gut. Steine. Komisch, dass man die nur an bestimmten Orten aufheben kann. Was haben wir hier? Noch ein Datenpunkt. Schriftrolle. Eine Schriftrolle mit Fettflecken und hastig gekritzelten Glyphen. Das lese ich mal gerade nicht alles. Irgendwann später. Können ja dann hier noch eine Leserunde machen. Ich muss jetzt erstmal mit den Mechaniken mich hier wirklich vertraut machen. Da ist auch sowas Grünes, was leuchtet. Aber in deutlich geringerer Form. Okay, hier kann man klettern. Brauchen wir gerade nicht. Dann schauen wir mal, was das ist. Irgendein besonderer Kristall. Grünglanzsplitter. Okay, alles nehmen. Stein. Grün wie Lohe, aber hart und glänzend. Hart und glänzend mag ich. So, da ist ein Lagerfeuer. Obwohl, das ist, glaube ich, das Lagerfeuer, das wir hatten. Du hast ein Stück Grünglanz gefunden, eine seltene und wertvolle Ressource. Grünglanz kann genutzt werden, um Waffen und Outfits zu verbessern oder mit bestimmten Händlern getauscht werden. Es ist auf der ganzen Welt versteckt. Sehr gut. Da haben wir einen Riesenbatzen ja beim Runterfahren gesehen. So, hier waren wir schon. Da hinten natürlich nicht. Hier gibt es neue Dinos und ein Fragezeichen auf der Welt. Beziehungsweise hatten wir die nicht schon? Im letzten Teil. Feuerreishorn. Ich glaube, wir hatten nur normale Reishörner, wenn überhaupt. Ich glaube, die hießen aber Graser im anderen Teil. Nee, die hat man noch nicht. Mist. Entdeckt. Die sind ganz schön strapazierfähig. Gegen die kann ich nichts machen. Weg hier. Ich brauche bessere Pfeile. Jetzt weiß ich auch, warum die Feuerreishörner heißen. Die würde ich aber gerne ausschalten. Müssen wir mal schauen. Sprengfalle könnte ich einsetzen, aber mehr habe ich noch nicht. Da ist ja auch ein Fragezeichen. Nehmen wir dann doch erstmal das Leichte. Also das mit Tab drücken, um hier das Waffenrad... Tab für Karte gefällt mir nicht. So, das machen wir jetzt mal. Irgendwann muss das ja sein. Maus und Tastatur, Steuerung, Tastaturbelegung, Waffenrad nicht F, sondern auch nicht Caps, Tab. Tab? Tab, gut. Und Karte brauche ich eigentlich nicht, da drücke ich M. Und dann sind wir eigentlich in dem Menü. Hä? Hat's nicht übernommen. Ah, oh, Spiel, warum nicht? Tastenbelegung. Wo war's? Waffenrad, Waffenrad, Waffenrad. Tab. Ja, primär, sekundär, nix. Ja, Tab. Aber hat's nicht geöffnet. Ah, vielleicht weil Tab nicht zurückgesetzt wurde. Das muss irgendwo sonst noch sein. Hier, Tab. Menü öffnen. Keine Ahnung, F9. Wird schon passen. Werden wir nicht so oft brauchen. So, F9 passt. Und Tab. Wunderbar. So sollte sein. Sorry für die kleine Unterbrechung, aber
eine kleine Steuerungsanpassung war nötig, zumindest in meiner Sicht. Unbekanntes in 60 Metern. Oh, ich dachte, hier wäre auch noch so ein grüner Splitter, anscheinend nicht. Da können wir hoch, da müssen wir wahrscheinlich auch hoch. Hier haben wir eine Kiste. Eisenbarren nehmen wir natürlich mit. So, komm schon, hoch mit dir. Schwing die Hüfte nach oben. Nee. Wie ging das mit dem anderen? E gedrückt halten, okay. Muss man hier aber nicht tun. Nein, nicht runterfallen. Au. Natürlich können wir auch hier hoch. Wo habe ich denn den Kletterpfad gerade gesehen? Ist er jetzt weg? Weil da oben wüsste ich nicht, was ich sonst machen sollte. Wir gehen nochmal hoch. Vielleicht bin ich gerade einfach zu blöd zu sehen, wo es hingeht. Aber dafür kann man normalerweise scannen. Hoch mit dir. Da liegt auf jeden Fall noch was. Da liegt auch was. Und hier scheint der Kletterpfad zu sein. Blasse Blüte. Das Pigment wäre gut für eine Rüstung. Oh, ja, Pigmente sind gut zum Färben. Da ist trotzdem noch was Unbekanntes. Wahrscheinlich ganz oben. Na komm, Eloy. Das schaffen wir. Oh, das ist eine richtige kleine Festung. Die sieht ja cool aus. Glühende Blüte nehme ich doch gern. Ich komme schon wieder von meiner wichtigen Mission hier ab. Also ein Terraforming-System braucht ja Jahre, wenn nicht Jahrhunderte. Da können wir uns die Zeit zum Erkunden nehmen. Ja, lass doch los, ich drück C. Mehr C kann ich nicht drücken. Zünder und Metallscherben. Ja, damit. So. Finde ich schön, dass man hier scannen muss, um die zu sehen. Ziemlich nicht, dass das hier dauernd so gelb ist. Wieso? Ist doch nicht heruntergekommen. Sieht doch schön aus. Rustikal. Da wird man bestimmt tausende Euro Miete für verlangen bei der Größe. Zumindest in einer großen Stadt. So. War's das schon? Diese eine Truhe. Am besten lasse ich das erstmal. Was lasse ich? Soll man da hoch oder nicht da hoch? Doch, da kann man hoch. Muss ich das wieder ziehen? Nicht, wo mein Zugwerfer Halt finden könnte. Schade eigentlich, die Treppe. Nein! Was soll denn das? Toll, jetzt sind wir am Absprung und fallen wieder ganz runter. Gut gemacht, Eloy. Ja, das braucht dich nicht zu wundern. Ah Mann, da war noch was Interessantes. Aber jetzt nochmal einen ganzen Weg hochgehen? Ja, warum nicht? Sind ja praktisch auf dem Felsvorsprung, wo es hochging. Ah, das ist mir jetzt schon zweiten oder dritten Mal passiert. Das ist ein bisschen seltsam. So. Das schauen wir uns noch an. Und dann würde ich sagen, reicht das auch für die Episode. Aber ich will wissen, was das ist. Und warum Eloy gesagt hat, ach, das lass mal lieber mal. So, hoch, 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 hoch. Kann man hier noch was aufheben? Nö. Okay. Da geht's auch noch irgendwie hoch. Aber erstmal wollte ich hier das Ding ansehen, was das ist. Was bist du? Irgendwie muss ich doch an den Ranken vorbeikommen. Metallblume. Eine Metallblume aus der natürlichen Rankenspesen. Nicht stoßempfindlich. Zum Beseitigen Spezialausrüstung erforderlich. Ah, die habe ich natürlich noch nicht. So, ich will mich gerade nicht abseilen. Ich will nur mal die Aussicht genießen. Ist schon schön. Und da müssen wir irgendwie noch hoch. Aber wie schon angedeutet, das machen wir dann als erstes beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis demnächst.